Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's mal wieder ein Mimu. Nein, heute gibt's mal wieder ein Horror-Subgenre. Ja, Minato. Und zwar das Thema Body-Horror. Und da muss die Katze mitmachen. Und Body-Horror ist ja wirklich ein durchaus präsentes Thema. Nicht nur im Horrorfilm, sondern auch in anderen Bereichen. Einflüsse von Body Horror haben wir tatsächlich in sehr vielen anderen Subgenres, auch in sehr vielen, ja, wie gesagt, nicht mal unbedingt dem Horror verhafteten Subgenres oder Genres. Und das ist natürlich für viele ein sehr schwieriges Thema, ne, weil hier der Horror teilweise oder überwiegend nicht aus externen Faktoren wie einer Katze, die den Tisch wackelt, entsteht. Ne, also ich nehme mal als Beispiel zum Vergleich den Slasher-Film. Beim Slasher-Film rennt ein Mörder rum, ne, ob der jetzt natürlich ist oder nicht ganz so natürlich, ne, und will Leute umbringen. Ne, das ist eine ziemliche externe Bedrohung. Beim Body-Horror geschieht die häufig tatsächlich aus dem Körper selbst heraus. Und das ist natürlich auch ein, ja, ich sag mal, Triggerpunkt für viele Menschen. Ne, wenn am Körper sich was verändert, wenn die Bedrohung von innen herauskommt, und ja, vielleicht auch, wenn Sachen einfach ein bisschen unnatürlich, abnormal oder ähnliches wirken. Und ja, wie gesagt, ein Punkt, was jetzt gar nicht mehr bewusster Body Horror ist, wäre ja auch zum Beispiel, ist ja eine ähnliche Funktionsweise, dieser Uncanny Valley Effekt. Für die Leute, die damit jetzt nicht viel anfangen können, einfachste Beispiel ist hier eine computeranimierte Figur oder zum Beispiel auch die De-Aging-Technologie, die ja gerne inzwischen angewandt wird. Und ja, wenn das nicht perfekt ist, weil, sind wir ehrlich, habe ich animierte Figuren, die offenkundig nicht realistisch sein sollen, kommt das Gehirn darauf klar und sagt natürlich auch, ja gut, das soll ja gar nicht natürlich sein. Na, aber ist das nicht gut gemacht, aber möchte zu realistisch sein, registriert man, es soll realistisch sein, es sieht realistisch aus, aber das Gehirn sagt auch irgendwo, etwas ist da off, etwas stimmt da nicht so ganz. Und da hat man diesen Uncanny Valley-Effekt. Wäre halt bei Nacktkatzen auch so. Viele Leute ekeln sich vor Nacktkatzen, weil unser Gehirn gewohnt ist, Katzen haben Haare. Und dass man so, ja, ich sag mal, Haut sieht und so, würde man häufig tatsächlich eher mit einem Menschen verbringen oder in Verbindung bringen. Und deswegen hat man da diese Effekte, dass das Gehirn da sagt so, uff. Und bei Body Horror ist es halt wirklich sehr ähnlich, ne? Keiner möchte, ich nehme jetzt als Beispiel, an seinem Körper, wenn er hier guckt, irgendwelche komischen Beulen, Veränderungen oder ähnliches haben. Und ja, mit dem Thema spielt Body Horror natürlich. Das Ganze ist tatsächlich aber auch nur ein Aspekt des Ganzen. Man hat ja auch ein bisschen recherchiert. Das ist auch der, ich sag mal, dieser Effekt oder diese Art, die man natürlich meistens mit Body Horror in Verbindung bringt. Jetzt ist die Katze vom Tisch runter, jetzt wackelt es nicht mehr so sehr. Das Problem, was wir natürlich häufig auch noch haben, wir haben andere Subgenres, wie zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt von Besessenheit reden, da kommt aber auch ein eigenes Video zu, da passiert ja auch etwas im Körper. Ist vielleicht nicht unbedingt physiologisch, aber unterm Strich ist da im Körper auch ein Fremdkörper drin, etwas, was ja in unseren Körper eingedrungen ist, da vielleicht auch nicht hingehört, hat auch ja einen gewissen... Sorry dafür, hatte mich verschluckt. Hat aber auch immer so einen gewissen Body-Horror-Aspekt tatsächlich mit drin, weil unser Körper ist ja unser Ding und wenn da Sachen nicht ganz stimmen und wenn es ist, dass da irgendwas anderes mit drin ist und sei es jetzt eher auf einer mentalen Ebene, Nein, aber wie gesagt, also das ist so grundlegend dieses Thema Body-Horror. Und ja, wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele Ausprägungen. Ich habe ja auch bereits erwähnt, es ist halt auch in vielen anderen Genres mit verhaftet, auch in anderen Horror-Subgenres. Und ja, wie gesagt, deswegen werden auch einige Sachen mal vorkommen, die ich auch in den anderen Videos zu diesen Themen schon erwähnt habe, beziehungsweise auch noch erwähnen werde. Nun ja, gucken wir erstmal, wo grundlegend die Ursprünge liegen. Und ja... Hier fangen wir auch mal wieder mit den eher literarischen Punkten an. Body-Horror-Elemente hatten wir schon in Science-Fiction-Romanen, haben wir auch schon in vielen Horror-Romanen. Ne, von, ich sag mal, Lovecraft, der natürlich auch schon ein bisschen mit dem Thema teilweise gespielt hat.
in einigen Bereichen, selbst in so etwas wie von Kafka, die Verwandlung, ist natürlich hier auch prototypisch eigentlich für den Body Horror. Und merkt man hier auch schon, Body Horror hat auch häufig psychologische Tiefenwirkung. Es ist nicht einfach nur, guck mal hier, da ist jetzt jemand entstellt oder sonst was, sondern es hat auch viele Bereiche, das merkt man dann auch, wenn wir später zu einigen Vertretern des Genres kommen. Wie gesagt, psychologische Verwicklung. War ja bei Kafka auch so. Das ist ja diese ganze Metamorphose, die er ja seine Figur in die Verwandlung durchgeht. Ja, steht natürlich auch hier in erster Linie für viele psychologische Aspekte. Naja, aber das Ding ist einfach an der Stelle, auch in der Literatur auch sowas wie Mary Shelleys Frankenstein zählt mit rein. Wenn wir von diesen ganzen Aspekten, wo das eigentlich immer schon mal mit drin war, ein bisschen weitergehen, zu Filmen halt, die, ich sag mal, anfangen mit Body Horror oder so eine gewisse, Body Horror Elemente haben, sind wir eigentlich schon mal vom ursprünglichen Stück weg. Könnte ich jetzt auch tatsächlich diese Sideshows oder Freakshows auch noch mit nennen. Diese Faszination des Menschen mit Dingen, die nicht so sind, wie er sie einordnen möchte oder wie er es als normal erachtet, das spielt da ja auch schon eine Rolle. Und das wurde natürlich in den Bereich Film dann irgendwann auch mit reingebracht. Von frühen Frankenstein-Verfilmungen, Werwolf-Filmen, da gab es ja 1925 einen, ich habe den nicht gesehen. Ne, aber wo man schon, auch wenn es kein Body-Horror-Film ist, leicht merkt, dass man mit diesem Thema auch in anderen Genres spielen kann, da sind wir tatsächlich schon, ich sag mal hier bei zum Beispiel Nosferatu, einfach weil, ne, wenn wir hier Max Schreck sehen, in der titelgebenden Rolle des Vampirs, es war ja damals auch so effektiv und da haben sich ja lange Gerüchte gerankt, dass Max Schreck wirklich so ausgesehen hat, obwohl es einfach nur gute Maskenarbeit war. Ja. Häufig haben wir ja Dracula oder Vampire eher als sehr, sehr, sehr menschlich und auch häufig erstmal vielleicht nicht unattraktiv, ne, bis sie dann wirklich vielleicht ausrasten oder so. Und unser Graf Orlok hier in Nosferatu ist halt, der hat lange Finger, wirklich ein hässliches Gesicht und hier, diese Andersartigkeit unterstreicht ja auch das Grauen, das von der Figur ausgeht. Genauso wie bei Phantom der Oper, ne, Lon Chaney, auch hier mit der Maske. Ne, und dieses, es ist nicht nur, dass hier das Phantom irgendwo rumrennt, sondern in der Oper, sondern halt auch, dass es dieses entstellte Gesicht hat, was natürlich auch schon ein gewisses Element des ganzen Body-Horror-Themas hat. Naja, dementsprechend auch, als es dann weiterging mit Frankenstein und ähnlichen Sachen, Minato hat seine 5 Minuten. Frankenstein eigentlich schon ein bisschen, auch wenn es eigentlich eher ein, teilweise eher ein Gothic-Horror verhaftet ist und teilweise auch eher ein Prototyp für Mad Scientist ist. Es hat halt, ne, wenn man Frankensteins Monster sich anguckt, auch Body-Horror-Elemente, weil dieser Körper aus Leichenteilen zusammengesetzt ist und auch an vielen Stellen ein bisschen anders als der normale Mensch wirkt. Was natürlich auch schon in Mary Shelleys Roman ein zentrales Thema war, ne, und auch in dem Film natürlich dementsprechend einen gewissen Einfluss hat. Naja, deswegen, also man könnte jetzt auch teilweise frühe Zombie-Filme mit dem Voodoo-Bereich mit reinnehmen, was auch jetzt vielleicht nicht die ganz klassischen Body-Horror-Elemente hat, aber auch das hier, vielleicht auch die Kontrolle über den Körper verloren geht, was ja auch ein gewisser Faktor des Ganzen mit ist. Ja? Deswegen Body-Horror-Elemente, habe ich ja gesagt, spielen eigentlich in sehr vielen Bereichen eine Rolle, auch wenn es jetzt gar nicht mehr immer die primäre zwangsläufig ist, von der das Grauen ausgeht. Wo es dann richtig, richtig losging, war halt in den 50ern, ne, weil in den 50ern Science-Fiction-Filme sehr, sehr beliebt und hier so ein ganz klassischer Klopper des Thema, mit dem Thema Body Horror ist natürlich Die Fliege von 1956. Auch später, 58, Don Siegels Die Dämonischen, der ja auch auf dem Roman basiert, Die Körperfresser kommen, wurde ja später auch nochmal wieder neu verfilmt. Das sind auch schon Themen, Body Horror. Bei Die Fliege, klar, ne,
wenn man sich das spätere Remake anguckt, wird das auch nochmal bedeutend klarer. Es ist halt wirklich, ja, auch so Kombination von Mensch und Tier, Mensch und Maschine, ne? Also auch wenn es bei die Fliege jetzt noch nicht die Maschine war, die natürlich hier dann für so ein gewisses sorgen. Ne? Und ja, habe ich natürlich jetzt, fällt mir gerade auf den Film vergessen, der auch in den 30ern neben Frankenstein oder so noch eine Rolle gespielt hat und ja, den ersten Werwolf-Film, die dann auch immer mehr kamen. Freaks natürlich, eigentlich gar nicht im klassischen Sinne Body-Horror, dass es von innen heraus kommt, aber hat natürlich auch viele Menschen aufgrund der Deformationen oder körperlichen Besonderheiten der sogenannten Freaks ja, natürlich auch viel mit dem Thema gespielt. Aber jetzt mal wieder zurück zu den 50ern. Wie gesagt, ohne Skript, da verpennt man schnell mal was rechtzeitig noch gefunden. Ja, kein Editorial. Ne? Aber gut. Ja, ne? Das Ding ist, da ging es dann auch langsam wirklich los. Und auch ja, später ein Film wie Rosemary's Baby, auch wenn ich von ne, Polanskis Film jetzt nicht der größte Fan bin. Ich bin ehrlich, ich fand ihn ein bisschen langweilig. Ne? Aber auch der natürlich spielt schon stark mit dem Thema Body Horror. Weil, naja, blöd gesagt, hier ne, natürlich sie schwanger wird und naja, da was nicht ganz so natürlich ist, in ihr heranreift. Und das ist, wie gesagt, das macht Minato wieder Dinge. wie gesagt, ist natürlich auch so ein Body-Horror-Element, das, habe ich ja schon gesagt, im Körper was passiert, ne, wo man vielleicht gar nicht so einverstanden ist. Auch wenn natürlich Rosemary's Baby hier wenig auf dieses, ich sag mal, Grafische mit dem Body-Horror rausgeht, sondern eher auf die psychologischen Aspekte und ja, auch so ein bisschen diesen, was von außen so passiert. Naja, das Ding ist, da wurde es immer schon mal wieder ne, stärker aufgegriffen, das Thema, während es früher immer so eher kleinere Nebenrollen gespielt hat. Ne, man könnte jetzt hier auch aus in den 70ern zum Beispiel neben den Werken von David Cronenberg, der dann ja richtig angefangen hat mit dem Thema und ja, könnte man tatsächlich auch nochmal wieder so mal kurz zur Seite gucken, ne, wo passieren da Dinge in anderen Genres, die schon mit Body Horror zu tun haben. Hier ne, nehmen wir einfach auch schon mal hier das Beispiel bei vielen Backwoods-Slashern. Lassen wir jetzt mal ein bisschen Texas Chainsaw Massacre außen vor, aber auch Ende der 70er sowas wie The Hills Have Eyes, die degenerierten und auch später in einigen Backwoods-Slashern oder sowas oder Backwoods-Terrorfilmen. Da haben wir ja auch häufig mit Leuten, die dann, ja, wie gesagt, degeneriert sind ne, und auch körperliche Veränderungen haben und dadurch nochmal andersartig wirken sollen und vielleicht auch hier über so ein bisschen diesen Body-Horror-Aspekt nochmal eine zusätzliche Bedrohung zum klassischen Slasher-Antagonisten bekommen sollen. Aber gut, in den 70ern ja, ging es dann irgendwann richtig, richtig los, ne? Während in den 50, Ende der 50er und auch teilweise in den 60ern schon so ein bisschen mit dem Thema gearbeitet wurde, wurde es dann halt durch ja, Leute wie David Cronenberg oder auch David Lynchs Erstling Eraserhead sehr direkt. Ne? Also Eraserhead von Lynch ist ja eigentlich eher ein surrealistischer Film, aber hier ne, mit dem deformierten Baby und vielen anderen Sachen, die er da einbringt, ja, schon gar nicht mehr so subtile Body-Horror-Elemente, wie wir es eigentlich denn früher in anderen Filmen teilweise hatten. Wie gesagt, ne, dass da eigentlich gar nicht große körperliche Veränderungen hervortreten, also massive, aber so, dass es schon eine Auswirkung auf die Psyche der Charaktere hat. Nein, hier Lynch haut schon mal voll rein und auch David Cronenberg mit seinen ja, ersten Langspielfilmen wie Parasitenmörder, Die Brut, Rabbit, ne, hat da schon sehr viele starke Body-Horror-Elemente drin. Und irgendwann hat das ja nochmal so ein Stück weit weiter auf die Spitze getrieben. Ne? Also gerade Cronenberg, Lynch denn ja auch oft eher in den surrealistischen Bereichen. Und ne? Aber Cronenberg, ja, gilt nicht umsonst als einer der Maestros des Body-Horrors. Ne, weil mit Filmen wie Scanners, Videodrome und dieser ganzen New Flash-Geschichte und ja, Mentalität, die er in seinen Filmen natürlich auch verarbeitet, ja,
was, ich sag mal blöd, jetzt auch schon transhumanistische Züge annimmt im Film. Ja, ist schon nicht unbedingt immer einfach zu verdauen und auch garantiert nicht was für jeden, muss man auch ehrlich sagen. Naja, in anderen Bereichen, wie gesagt, mal kurz wieder quer in andere Genres Linsen, blöd gesagt, selbst ein Zombie-Film oder Infizierten-Film hat ja schon Elemente des Body-Horrors. Ich nehme hier ganz klar beim Zombie-Film natürlich das Verwesen der Haut. Ne? Die Zombies sehen halt irgendwann nicht mehr ganz so frisch aus. Ist ja auch schon eigentlich gar nicht mehr der Hauptpunkt des Zombie-Films, dass darüber der Horror entsteht. Aber hier wird auch wieder, ne, werden auch wieder Body-Horror-Elemente genutzt. Ne? Und ja, man muss zeitlich echt immer aufpassen, dass man hier nicht zu sehr nach vorne huscht. Naja, wo auch Body-Horror durchaus noch eine Rolle gespielt hat neben dem Zombie-Film. Wie gesagt, beim Werwolf-Film durch die Verwandlung, die ein Werwolf macht, haben wir es natürlich auch immer. Ne, Alien von 1979. Ne, hier auch mit dem Chestburster, ne, der natürlich dann, ne, also weil das Alien ja hier ein bisschen ranreift, ne, auch klares Body-Horror-Element und selbst das Alien, ne, vom Design her, der Xenomorph. Ne, H.R. Geigers Design spielt hier ja nicht nur mit, ich nenne es jetzt mal plump, sexuellen Komponenten. Er spielt hier natürlich auch mit gewissen Body-Horror-Elementen, weil das Alien natürlich einerseits eine sehr human, recht, eine sehr humanoide Form kann man ja nicht sagen, aber gewisse humanoide Aspekte hat. Es ist halt kein kleines graues Männchen. Es hat halt hier auch wirklich, ja, einerseits menschliche Aspekte, aber auch sehr stark verfremdet. Darüber funktioniert natürlich auch ein Horror, das gewisser Art des Horrors des Films. Und ich bin ehrlich, deswegen, es hat einen Grund, warum das Design so ikonisch ist. Na, aber warum das Alien halt auch auf einer gewissen Ebene, na, außer, oh, es tötet Leute, auch wirklich Schrecken verbreitet. Ja, was wir in den 70ern auch noch hatten, nochmal wieder 2 Jahre zurückspringen, das Jahr 1977, ist halt The Incredible Melting Man. Na, der Planet Saturn lässt schön grüßen. Wo war denn tatsächlich zum Thema Body Horror nicht nur haben, dass jetzt sich der Körper irgendwie verändert, im Sinne von, da wächst jetzt was oder ähnliches, sondern hier tatsächlich nochmal, ne, die Parallele zum Zombie-Film, dass er zerfällt, ne, oder hier eher statt zerfällt, vielleicht zerfließt, ne, der Melt-Horror, ne, auch nochmal ein Subbereich des Body-Horrors. Ja, da gibt es schon eine ganze Menge und man sieht auch, es ist halt immer irgendwo prävalent gewesen oder immer mit dabei gewesen. Ne, auch schon vor Cronenberg oder bevor Cronenberg jetzt so richtig seine Klassik, großen Klassiker rausgehauen hat. Naja, deswegen auch in den 80ern kam auch viel in dem Bereich. Ne? Cronenberg weiter aktiv. Na, auch ein Film wie Dead Ringers hat natürlich Body-Horror-Elemente. Ja, ich glaube, aber einer der größten Klassiker aus dem Bereich ist tatsächlich 1982 John Carpenter, Das Ding aus einer anderen Welt. Auch ein Remake eines Films aus den 50ern. Ich weiß es gar nicht genau das Jahr. Aber hier. Ne? Glasklar, blutige Metamorphosen, wirklich ja, weirde Angelegenheiten, aber auch ein super spannender Film. Also ich glaube, ich brauche hier keinem das Ding aus einer anderen Welt vorstellen. Ist natürlich hier dann auch Body Horror pur, ne? Und wirklich Krawum. Also wirklich ein ganz, ganz großer Klassiker und ja, auch sehr einflussreich was und top mit den Effekten gemacht. Also, ne? Klasse. Weiter ging es ja auch in den 80ern hier auch wieder mit einem weiteren Remake eines Klassikers aus den 50ern, den ich ja auch schon erwähnt habe, Die Fliege. Und ja, wenn man natürlich das Thema mit der Fliege, ne, also was auch schon Body Horror hat und das dann mit David Cronenberg natürlich zusammenführen, ich glaube, dann ist klar, warum wir hier auch neben Das Ding aus einer anderen Welt wahrscheinlich einen der größten Body Horror Klassiker überhaupt haben. Die Verwandlung von Jeff Goldblum, Seth Brundle in, ja, die Brundle Fly ist halt wirklich, es funktioniert halt auf allen Ebenen. Ne? Psychologisch tut das Ding aus einer anderen Welt übrigens auch. Es ist ja nicht nur die reine körperliche Veränderung,
sondern auch viele psychologische Aspekte, die damit reinspielen. Es wirkt psychologisch, es wirkt, wie gesagt, vom reinen Ekelfaktor der Veränderung, die Seth Brundle dadurch macht. Ist aber auch an sich ein spannender Film, auch ne, an vielen Punkten ein sehr menschlicher Film, befasst sich natürlich aber auch hier, und das macht das bei der Fliege besonders spannend, auch nochmal mit weiter mit diesem Aspekt Technologie, ja, der in gewissen Aspekten oder Bereichen des Body Horrors ja eine große Rolle spielt. Ja, was auch klar wird, wenn man so einen Film wie Akira dann sieht, den Anime, der natürlich im Bereich Cyberpunk auch unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, wann Cyberpunk genau entstanden ist von der Idee. Ich glaube auch schon vor Blade Runner tatsächlich. Na, das Ding ist dieser ganze Cyberpunk-Bereich mit ja, Modifikationen, mit transhumanistischen Tendenzen, die häufig da eine Rolle spielen, hat natürlich. Je nach Inszenierung, und sind wir ehrlich, Cyberpunk ist selten happy-go-lucky und bunt und fröhlich. Auch hier tatsächlich Elemente des Body-Horrors häufig mit drin. Ne? Und ja, wie gesagt, ne, das zieht sich dann halt auch immer so ein bisschen weiter. Weil ich könnte jetzt eigentlich noch viele Filme aufzählen, die dann in dem Bereich was gemacht haben oder Elemente des Body-Horrors enthalten. Ich meine, selbst bei Zombie, wie gesagt, Zombie-Filme kann man immer diesen Aspekt so ein bisschen mit reinbringen. Na, auch bei Dings, ach, wie heißt der jetzt hier? Reanimator, gut, ist ein Zombie-Film, ist auch wieder Mad Scientist. Na, auch hier wieder noch zusätzliche Elemente des Body-Horrors, na, alleine mit dem entsprechenden Kopf von Dr. Hill und solchen Sachen, die da passieren. Na, ist dann hier auch, geht noch mal über den reinen Zombie hinaus. Aber wo es nochmal richtig, richtig, richtig interessant wird, ist, wenn wir jetzt wirklich mal ein paar Jahre nach vorne springen. Na, ich meine, die Klassiker kennt man ja meistens eh. Springen wir noch mal ein paar Jährchen jetzt näher an unsere Zeit ran. Hat Body Horror irgendwann auch so ein, ja, ich sag mal, kleines Revival erhalten. Einfach aufgrund auch der Möglichkeiten, was man mit Body Horror ausdrücken kann. Na, also ich meine, hier auch wieder ganz klassisch, natürlich um 2000 rum aus Japan die ganze Welle an ne, Asia-Gruslern oder J-Horror hat natürlich auch immer Elemente des Body-Horrors, will ich nur kurz erwähnt haben. Alleine schon, wenn dann halt eine komplett bleiche und ne, so gewisse Verrenkungen oder ne, unnatürliche Bewegungen, die die Figuren machen, spielt Body-Horror tatsächlich auch eine Rolle. Hierfür übrigens eins der coolsten Beispiele ist halt tatsächlich der Spider-Walk aus Der Exorzist, wenn wir jetzt ganz viele Jahre zurückspringen, ins Jahr 73. Aber solche Elemente sind ja auch im J-Horror gerne mal verwendet worden, dass ja, Leute so unnatürlich den Kopf bewegen oder ja, Körperhaltung einnehmen, die einfach irgendwie so nicht ganz möglich sein sollten. Naja. Aber wo es jetzt richtig interessant wird, wenn wir, wie gesagt, ein bisschen weiter voranspringen und jetzt mal sowas wie Tokyo Gore Police und diese Japano-Trash-Splatter-Welle, die muss man eigentlich auch nochmal erwähnen. Ah, ich wollte eigentlich jetzt schon zu den etwas moderneren Body-Horror-Filmen, die ganzen Japano-Trash-Klopper, die übrigens in erster Linie, so wie ich das mal gehört habe, nicht für den japanischen Markt inszeniert wurden, sondern tatsächlich eher hier für den, ne, westlichen Markt. Ja, von Machine Girl über Tokyo Gore Police und sonst was, Vampire Girl versus Frankenstein Girl, Gothic Lolita Psycho, Hard Revenge Millie, wie sie alle heißen. Auch hier wieder, ne, mal eher wirklich einfach nur durch, ja, ich sag mal, Mutationen oder ähnliche Sachen, teilweise durch Technologie und ähnliches, dann wieder eher ein bisschen im Bereich Transhumanismus. Und natürlich alles mit einer gehörigen Portion Trash und Splatter verbunden. Ich glaube, hier eine der bekanntesten Sachen ist natürlich aus Tokyo Gore Police, ne, die eine Dame, die dann halt statt Beine und ein Krokodilmaul hat. Ne? Ne, oder bei Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, nee, jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht durcheinander. Nee, bei Mutant Girl Squad war das dann hier die Brustkatanas oder der Kettensägenschwanz. Fragt nicht, guckt es euch an. Es ist. Wenn er Trash und Banane-Ideen mögt, geil. Naja. Solche Sachen gab es halt auch zwischendrin. Nicht unbedingt die feingeistigste Unterhaltung, aber
wer es mag, sehr, sehr spaßig. Und ja, da traut man sich durchaus auch mal ein paar Grenzen zu überschreiten, auf einer anderen Ebene teilweise. Also bei Tokyo Gore Police, dieser menschliche Stuhl, nenne ich es mal, das war dann wirklich so auch ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, schon eine ganze, ganz schön abgefuckt. Aber gut. Ja, beim Melt-Horror, da kam jetzt gar nicht mehr so viel in der Zeit. Der Melt-Horror, weil ich ja vorhin den Planet Saturn das schon grüßen erwähnt habe, gibt es halt auch gar nicht so viele Vertreter. Wie gesagt, haben wir hier Planet Saturn das schon grüßen, Slime City, Street Trash, Body Melt und so, ist aber alles eher so in den 80ern. Das war eher so eine wirklich ganz kleine Abspaltung des Body Horrors. Finde ich eigentlich schade, hätte man noch mehr Filme von machen können. Ja, um 2000 rum hätte man auch noch mal, hätte ich auch noch mal Dings erwähnen können. Man merkt schon, es sind viele Filme und auch Subbereiche, da vergisst man gerne mal gewisse Sachen. Hier Eli Roths Cabin Fever, wo das Ganze dann eher mit einer Infektion oder Krankheit dann zu tun hat, dass dann Sachen mit dem Körper passieren. Ja, das Ding ist, ja, gerade in der Moderne, tut mir leid, dass ich mich da jetzt ein bisschen gebraucht habe, um endlich mal anzukommen, gerade in der Moderne hat Body Horror ja wieder eine andere Bedeutung auch bekommen, ne, weil die Gesellschaft ja auch progressiver ist und natürlich jetzt auch, ich sag mal, nicht jeder sieht das so, aber ne, für viele Menschen auch klar ist, es gibt so gewisse Bereiche des Body Horrors oder die in den Bereich Body Horror auch fallen würden, die ja Menschen eigentlich immer schon bewegt haben, auch einige Menschen immer schon bewegt haben, aber hat da nicht so ganz drüber gesprochen. Und ja, gerade das ganze Thema, ohne jetzt hier eine Diskussion vom Stapel brechen zu wollen, ob richtig, falsch oder sonst was, ich glaube, da werden Menschen sich eh nie ganz einig werden. Ne, mit dem ganzen der sexuellen Identität, ne, und dass Menschen auch Transgender sind und sowas. Das ist natürlich hier auch, ja, eigentlich ist Body Horror hier fast schon das perfekte Transportmittel, um halt in dem Bereich ja eine Message rüberzubringen. Und das wird halt auch zunehmend genutzt, ne, dass die Körperlichkeit von Menschen, ne, dass hier gar nicht vielleicht mal unbedingt mal nur irgendwelche Mutationen oder sonst was eine Rolle spielt, sondern halt wirklich auch die Auseinandersetzung mit, ne, dem Körper an sich, weil viele Menschen ja auch genug Menschen davon betroffen sind, dass man da ja mein Thema hat. Und das wird halt in einigen Filmen aufgegriffen. Ne? Ich nehme hier als Beispiel zum Beispiel jetzt von 2021 Titane, ist ja auch hier für viele ist es halt der Film, wo die Alte das Auto ballert. Das ist aber auch gar nicht der Punkt des Ganzen. Review habe ich auch zum Film gebracht, von daher könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Aber der beschäftigt sich natürlich auch mit diesem Thema, weil, will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Da sind aber Aspekte, wo wirklich hier die Protagonistin eigentlich auch mit ihrem Körper und ganz anderes Empfinden für ihn hat und sich dann natürlich auch in eine ganz andere Rolle oder einer ganz anderen Rolle sieht. Und das ist halt auch hier sehr, sehr körperlich umgesetzt tatsächlich, wie sie eigentlich mit ihrem eigenen Körper ja dem entkommen möchte. Ne? Wie gesagt, ich muss das jetzt ja, ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen und deswegen drücke ich das mal so doof aus. Auch im Vorgängerfilm der Regisseurin, ich weiß gerade leider ihren Namen nicht, Raw, hier geht es auch um das Thema Sexualität. Also wie gesagt, Sexualität, Geschlechtsidentität und so, das ist für Body Horror natürlich gefundenes Fressen, weil bietet sich einfach perfekt an. Und bei Raw auch hier wieder, dass sie, dass die Protagonistin einerseits Stück für Stück auch ihre Sexualität entdeckt, natürlich auch mit diesem Bereich Fleischkonsum und so, das hat man da auch mit alles eingebaut. Und dass hier natürlich der Körper, ich sag mal, ihr eigener Körper für sie natürlich und das, was mit ihrem Körper passiert, ja, wirklich Horror ist für sie. Ne? Ohne dass da jetzt direkt immer irgendwas mutieren muss oder sonst was. Oder auch klassischer, nochmal klassischer Aspekt des Body Horrors, wenn wir jetzt Hellraiser angucken, die Xenobiten haben natürlich auch sehr starke Body-Horror-Elemente, muss man sagen.
Wie gesagt, dass das Ganze inzwischen an vielen Stellen wesentlich subtiler geht und auch noch subtilere Themen behandelt, aber andererseits dann manchmal trotzdem sehr konfrontativ sein kann. Ich sag mal so, da waren vielleicht auch manche bei Crimes of the Future von Cronenberg, ne, jetzt ein bisschen enttäuscht. Nicht nur, dass er eine sehr ruhige Erzählweise hat, sondern dass es halt gar nicht mehr so provokativ auf manch einen wirken mag, wenn da einer steht, der überall Ohren hat oder die Leute einfach an sich selbst operieren oder Operationen und komische Sachen, die da gemacht werden, Performance Art sind. Ich glaube, das holt viele gar nicht mehr so ab, als wenn dann auch noch viele andere subtilere Themen abgearbeitet werden und dann richtig auf Konfrontation in einzelnen Szenen gegangen wird. Wie gesagt, bei Titane ist der Body Horror meistens sehr subtil, aber wenn er dann mal konfrontativ ist, dann richtig und dann auch richtig körperlich. Auch noch so ein Beispiel, jetzt, wo Body Horror denn wieder genutzt wurde, könnte man hier tatsächlich halt auch sagen, bei den ersten beiden Filmen von Jordan Peele, Get Out, ne, ist ja auch ein sehr körperlicher Horror. Ne? Jetzt weniger das mit dem Körper, was passiert, sondern, ne, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, hat aber auch schon wieder einen gewissen Punkt des Body Horrors eher wieder hier, ne, ich nenne es mal mit der Besessenheit. Naja, ja, bevor ich jetzt hier mich die ganze Zeit wiederhole, auch noch ein Film, der natürlich, oder zwei Filme, die sehr stark auf Body Horror gesetzt haben, die jetzt auch in der Moderne sind und das wieder auch nutzen, um ja nochmal zusätzlich andere Themen zu früher, ne, rüberzubringen. Oder das, ja, ich sag mal, auf eine modernere Art und Weise tun, weil Body Horror immer schon gewisse, ja, Themen auch sehr gut transportieren konnte. Wie gesagt, im Bereich Coming of Age und auch Entdeckung der Sexualität und ähnliches. Hatching, ne? Für manche dann vielleicht der Film, wo die dann riesen Ei legt und da so ein Monsterchen rauskommt, aber es ist ein cooler Film und wenn man sich drauf einlässt, ja, ist speziell, teilweise auch eklig, aber sehr, sehr funktioniert sehr, sehr gut, was das Thema angeht und die Themen, die er transportieren möchte. Ich sage, will ich hier auch nicht zu viel spoilern, ist aber auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Oder ja, man merkt schon, es geht halt häufig jetzt hier auch in die Richtung Arthouse-Horror, bei arthausige Angelegenheiten bei modernen Body-Horror-Filmen. Auch bei Men zum Beispiel, der sich hier natürlich ja auch wieder mit Themen der Geschlechterrollen und toxischer Maskulinität und ähnlichem Schuldverarbeitung auseinandersetzt. Und ja, eigentlich den Body Horror ist eigentlich ein sehr subtiler Film, auch ein sehr ruhiger Film, der halt dann eher so ein bisschen creepy ist, weil unterm Strich alle Dorfbewohner von demselben Schauspieler gespielt werden, aber immer leicht anders aussehen und dann gerade die Kinder, da wirkt das schon ein bisschen. Deswegen ist, wer es dann konfrontativ und direkt mag, der ist im Finale, ich will hier auch nicht zu viel spoilern, das muss man gesehen haben, das ist wohl eine der, ja, wirklich abstrusesten Body-Horror-Sequenzen, die ich je gesehen habe. Das kann man nicht mal beschreiben, weil wenn man es beschreibt, dann klingt es einfach nur so, was? Aber es entfaltet nicht die Wirkung, die das im Film hat. Also, naja. Man merkt also, ne, Body Horror wird aktuell auch immer sehr arthausig umgesetzt. Aber sind wir ganz ehrlich, ein Cronenberg zum Beispiel hatte, oder auch ein Lynch, ne, oder manche Meister des Genres haben das immer mit gewissen Themen im Hintergrund gesetzt, weil Body Horror ein tolles Transportmittel für diese Themen ist. So, es wird langsam, ich wollte ja noch ein paar andere Sachen sagen. Ne, muss ich mich mal beeilen. Jetzt so viel bei der, ne, dem Ablauf hin und her gelabert. Oh, sorry dafür, wie gesagt. Manchmal vielleicht ein Skript oder irgendwie so ein paar Spickzettel wären vielleicht schon mal ganz praktisch. Merke ich mir. Ja, mein Take, hat man inzwischen ja schon rausgehört. Also ich finde, mag Body-Horror-Filme. Nicht alle, aber wie gesagt, es ist halt einerseits ein sehr vielfältiges Subgenre, was wirklich dann in andere Subgenres ausstrahlt. Das heißt, entkommen kann man dem Thema eh nicht. Ich finde es aber, ich mag sowohl diese Melt-Horror-Filme als auch wirklich die großen Klassiker, die dann, ja, von Cronenberg und ähnlichen Menschen, die ja immer schon gewisse Art Themen oder gewisse Themen transportieren konnten über diesen, ja, Horror, der halt sehr körperlich ist, der natürlich auch an gewisse, ja,
ja, an Instinkte andockt, nicht nur den Überlebensinstinkt, sondern halt auch wirklich, ja, an dieses, man hat halt nur einen Körper und wenn da seltsame Dinge mit passieren, das ist dann schon, naja, auch die japanischen Trash-Dinger, ne, und auch die ganzen Cyberpunk-Angelegenheiten im Science-Fiction-Bereich und so, ich finde das halt einfach auch mal furchtbar interessant und selbst, und das muss man jetzt mal tatsächlich beim Body Horror sagen, bei Arthouse Horror habe ich ja häufig meine Probleme, weil ich die Filme häufig, sind wir ehrlich, zwar gut finde, im Sinne von gut gemacht, gut finde im Sinne von, sprechen viele interessante Themen an, man kann drüber nachdenken, sorry. Aber ich finde Arthouse Horror häufig halt auch langweilig, weil er irgendwo für mich den Horroraspekt vermissen lässt. Das ist dann immer. Habe ich leider bei Robert Eggers, auch wenn der natürlich also filmisch absolut top ist und auch atmosphärisch absolut top ist. Aber gerade bei diesem Body Horror, wenn da Body Horror mit reinkommt in dieses Arthausige, dann funktioniert das für mich irgendwie wieder. Ne? Raw, Titane, Hatching, ne? Gut, Lamp habe ich bisher die Finger von gelassen, weil ich da befürchte, dass der mich auch langweilt. Aber mal gucken, vielleicht hole ich mir ja nochmal. Ne? Man, ne? Wie. Diese ganzen Arthouse-Horror-Filme, die wirklich mit diesem Body-Horror-Aspekt sehr stark zu tun haben, aus irgendeinem Grund holen die mich ab, wo andere Filme es denn weniger tun. Naja, deswegen mein Take. Also, ich mag Body-Horror tatsächlich. Ich finde es auch immer sehr faszinierend. Ich kann aber auch verstehen, weshalb manche Leute das triggert oder die dann eher sagen: Nee, danke. Ja, und bei Filmempfehlungen und Warnungen, Warnungen. Ich persönlich habe jetzt noch nichts gesehen, was ich richtig schlecht fand oder schlecht fand, oder wo ich sage, um Gottes Willen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemandem gefällt. Im Bereich der Empfehlungen würde ich tatsächlich, ach, ich habe es jetzt nicht hier, Tetsuo, The Iron Man, den ersten, ist Cyberpunk, ist Body Horror, ist sehr spezieller Film, aber. Ich bin ehrlich, ist auch ein alter Experimentalfilm, ne? Ähnlich wie Eraserhead, sage ich mal an der Stelle. Der hat irgendeine Sogwirkung, dieser Film, ne? Mit der treibenden Musik und wie das alles gemacht ist, ist es halt wirklich speziell, aber sehr, sehr cool. Und da muss ich auch tatsächlich sagen, also wer die Möglichkeit hat, sich den anzugucken, ach das, der ist wirklich cool. Man sollte halt ein bisschen open-minded sein für sowas. Ja, wie gesagt, die ganzen Klassiker, die Fliege, das Ding aus einer anderen Welt, da brauchen wir nicht drüber reden. Noch eine Empfehlung im Bereich Body Horror, aber also wirklich so nach Motto, schaut euch das Ding nochmal an. Ja, ich würde hier tatsächlich auch Hatching nochmal erwähnen. Wie gesagt, es ist ein wirklich sehr, sehr cooler Film. Wie gesagt, will hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch worauf es hinausläuft, ist aber halt wirklich, man hat sehr viele Sachen, an denen man ansetzen kann, um drüber zu diskutieren, ne, was, wie gesagt, Coming of Age, körperliche Veränderungen geht, aber auch ja, hier Identität tatsächlich. Ja, wie Titane, definitiv. Ne? Also auch ein Film, ich hatte eher gehofft, oh, hoffentlich wird der ist gar nicht mal wirklich blutig oder gewalttätig, aber also Titane strahlt eine Körperlichkeit aus. Und wie gesagt, gerade was das auch Thema Identität angeht und Körper angeht, haut er schon rein, ne? Und ist da wirklich klasse gemacht. Also, das ist halt, auch wenn diese Grundprämisse, dass ich mit so einem scheiß Auto, naja, die Leute sollten sich nicht darauf fokussieren, sondern dass der Film halt, ja, aus dieser Prämisse tatsächlich was macht. Ne? Es gibt viele Filme, die haben eine tolle Prämisse und machen nichts draus. Der Film hat eine Prämisse, wo man denkt, was? Und läuft. Ja, wie gesagt, Men kann ich auch hier jedem nochmal empfehlen. Es ist auch ein sehr, 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 sehr spezieller Film. Alleine um das, also ganz wenn es ein Horrorfilm-Fan, der das Ende von Men nicht gesehen hat und sagt, er hat ein bisschen Interesse an Body Horror. Nein, das muss man wirklich gesehen haben, um ja, zu wissen, what the fuck. Naja, ja, wie gesagt, damit bin ich dann auch durch. Tut mir auch leid, dass ich so ewig gebraucht habe beim, ne, chronologischen Ablauf, weil ich dann ja immer wieder zurück und ne,
und dann immer wieder was vergessen habe. Ist halt auch durchaus ein vielfältiges Genre und wie gesagt, es ist halt in vielen Bereichen sind Elemente des Body Horrors mit drin, was aber auch zeigt, ne, wie grundlegend dieses Thema ist. Ja, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von Body Horror haltet und auch, ja, vielleicht, wie gesagt, bin da immer für Empfehlungen offen, welche Filme ihr da empfehlen könnt, gerne auch vor welchen ihr warnt, weil die nicht gut sind. Ne? Und ja, ansonsten hoffe ich tatsächlich, das Video hat euch gefallen, auch wenn ich mich zwischendurch verhaspelt habe oder ein bisschen palavert habe. Tut mir leid. Ich glaube besser rum. Glaub mir eh keiner. Naja, und ja, dann sage ich mal, hoffe ich, ihr hattet Spaß. Haut mir das alles in die Kommentare, wie schon gesagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.